Nissan Pixel 1.0 MT erkennt der Autotest. Autor Diesel Zank Kenzi. Dem Autor Selzank Kenzi wurde der neue Nissan zur Verfügung gestellt und hier seine Eindrücke. Der Nissan Pixel ist ein Zwilling. Sein Pen unbekanntes Zeichen dann ist der Suzuki Alto, und die beiden gehören in die Liga der Basismotorisierung auf dem dort unbekanntes Zeichen stehen Markt. Weil wir den baugleichen Alto mit sei unbekannt des Zeichen mehr vierstufigen Automatik fuhren, ließen wir uns den Pixo mit manueller Schaltung geben. Auch für ihn gibt es die Automatik, sie kostet 1200 Euro. Wer sparen will, das zeigten die Fahrten mit dem Pixo, und sich vor dem Bedienen von Kupplung und Schalthebel nicht graust, der kommt am manuell zu bedienenden Getriebe nicht vorbei. Denn der einfühlsame Umgang mit Schalten, Drehzahlen und Gaspedalen macht aus dem Nissan Pixo bei Bedarf ein richtiges Sparauto, das ein Spaßwagen sein kann, während unserer Sparfahrt, in der es um einen möglichst niedrigen fair unbekanntes Zeichenbrauch geht, kamen wir auf einen durch unbekanntes Zeichenschnitt von 3,88 Liter Super für 100 Kilo unbekanntes Zeichenmeter. Wenn wir nicht auf den Konsum achteten, dann landeten wir bei 5,51 Liter. Und es ergab sich unter dem Strich ein G unbekanntes Zeichen Samtschnitt von 4,74 Liter für 100 Kilo unbekanntes Zeichen TR bei einem Tankinhalt von 35 Liter. Da kann man nicht meckern. Selbst mit dem schmalbrüstigen Pixo unbekanntes Zeichen Motor wird man nicht zu einem verkehrsunbekanntes Zeichen Hindernis, der 1 Liter Drehzylinder hält 50 Kilowatt, 68 PS, bei 6000 pro Minute bereit. Und sein maximales Drehmoment von 90 Newtonmetern klingt tatsächlich nicht nach breiter Brust. Aber 90% dieser Durchzugskraft gibt es schon bei knapp 2000 pro Minute, und die unbekanntes Zeichen Seemenge bleibt erhalten bis in die Nähe von 6000 pro Minute. Zudem ist der zwischen Rumpeln, Schnurren, Tackern und Lärmen kann gierende Drehzylinder mit entschlossener Drehfreude begabt. Er reagiert schon auf kleinste Bewegungen des Gaspedals. Bei flottem Wandern durch die mühelos zu ab unbekanntes Zeichen. Solvierenden Schaltwege des 5-Gang-G unbekanntes Zeichentriebes sowie unter gleichzeitigem Mitleid unbekanntes zeichenlosen Umgang mit dem Gaspedal kann man den Pixo, Leergewicht, 930 Kilo unbekanntes Zeichen Gramm, aus dem Stand in 13 bis 15 Sekunden unbekanntes Zeichen den auf 100 Kilometer pro Stunde bringen. Er rennt fast 160 Kilometer pro Stunde und wird dabei leider sehr laut. Längere Strecken sind nur mit einem freiwilligen Tempolimit von 110 bis 120 Kilometer pro Stunde zu ertragen. Fahr- und Federungskomfort sind in ausreichender Menge vorhanden, und über Bremswirkung oder Fahrsicherheit kann nicht geklagt werden. Immerhin gibt es zum Einstandspreis von 7.990 Euro schon ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung. Aber ein ESP ist nicht zu haben, die mit Elektrokraft und befriedigend. Exakt arbeitende Servolenkung ist serienunbekanntes Zeichen mäßig. Im Innenraum herrscht Rudenehaf unbekanntes Zeichen T-Gestaltung, mit den Sitzen kann man Le unbekanntes Zeichen Ben, Plastik dominiert. Für 9.190 Euro gibt es die Version Aken unbekanntes Zeichen Ta. Sie ist besser ausgestattet und voraus unbekanntes Zeichen Setzung für den Kauf der manuell zu Rego unbekanntes Zeichen lierenden Klimaanlage. Diese lässt sich mit der billigeren Basisvariante Visier nicht kombinieren, und wer sich für die Kühlfair unbekanntes Zeichen Sion entscheidet, landet dann bei einem Pixelpreis von 9.980 Euro. Das ist zwar noch immer eine gute auf unbekanntes Zeichen Fährte für ein nagelneues Auto, aber eben doch mehr, als es zunächst schien. Und es zeigt, dass auch die Basis der Mobilität selbst in diesen Zeiten nicht wirklich billig fährt.